Sonnenstrom wärmt nicht nur die Seele, sondern schont langfristig auch den Geldbeutel. Die Installation einer PV-Anlage ist aber keine leichte und darf mancherorts gar nicht selbst durchgeführt werden. Dieses Video soll aber all jenen, die über entsprechende Erfahrung und Grundwissen verfügen, einen Überblick geben. Vorsicht! Die Arbeit an elektrischen Anlagen ist grundsätzlich Fachpersonal vorbehalten. Halte daher die jeweils in deinem Land gültigen Vorschriften und Regeln ein. Strom ist lebensgefährlich. Sollten Teile der Anlage trotzdem selbst installiert werden, muss die Anlage in jedem Fall vom Profi abgenommen werden. Es droht Brandgefahr. Dieses Video zeigt die Installation einer netzgekoppelten Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 5 Kilowatt Peak. Der Solargenerator wird in Form einer Aufdachmontage angebracht und die einzelnen Module in zwei Strings aufgeteilt. Wegen regelmäßiger Verschattungen finden bei dieser Installation Leistungsoptimierer Verwendung. Wir beginnen die Installation mit der Montage des Wechselrichters. Aufgestellt wird dieser im Keller an einem möglichst kühlen Ort, um die Verlustleistung so gering wie möglich zu halten. Ein Bohrhammer hilft uns beim Bohren in Beton. Unser Wechselrichter besteht aus zwei Teilen, dem Anschlussteil, der alle Schnittstellen nach außen beherbergt, und dem Leistungsteil, der für die Umformung des Stroms sorgt. Neben dem Wechselrichter findet auch die Steuereinheit des Leistungsoptimierers Platz. Sind beide Teile installiert, geht es zur nächsten Station, dem Dachboden. Nahe der geplanten Dachdurchführung montieren wir den zwingend erforderlichen Überspannungsschutzkasten. Das ist nicht nur eine notwendige, sondern auch überaus sinnvolle Schutzeinrichtung. Entsprechend der Stringspannungen verbauen wir Überspannungsschutzmodule mit einer maximalen Dauerspannung von 500 Volt. Als nächstes kümmern wir uns um die Leerverrohrungen. Die Kabel sollen schließlich ordnungsgemäß verlegt werden. Ein großzügiger Installationsschacht bietet ausreichend Platz für unsere 50 mm dicken Panzerschläuche. Fixiert werden die Schläuche mit einfachen Montagebändern. Am Dachboden verlegen wir aber keine flexiblen, sondern starre Kabelschutzrohre. Diese werden dabei mit passenden Anreihklemmschellen am Dachstuhl montiert. Geschafft! Jetzt ziehen wir alle benötigten Kabel ein. Das sind zum einen die Leitungen zu den Modulen und zum anderen die Erdung sowie die Steuerleitung des Moduloptimierers. Die in Summe vier Leitungen zu den Modulen sind dabei besonders UV-beständig und haben in unserem Fall einen Leitungsquerschnitt von 6 Quadratmillimetern. Um sie später richtig zu verdrahten, sorgen wir für eine eindeutige Kennzeichnung der Kabel. Sind die Kabel eingezogen, folgt jetzt deren Anschluss. Wir beginnen damit, die Erdung an den gemeinsamen Potenzialausgleich des Hauses anzuschließen. Wir finden diesen im Sicherungskasten. Weiter geht es auf dem Dachboden. Dort kümmern wir uns um den korrekten Anschluss des Überspannungsschutzes. Die Erdung und Kabel der Strings werden dabei wie zuvor beschriftet angeklemmt. Zu guter Letzt muss auch noch der Wechselrichter angeschlossen werden. Der Hausanschluss sowie die vom Dach kommenden Stringleitungen werden mit richtiger Polarität im Wechselrichter angeklemmt. Das Anklemmen der Kabel und die Montage der notwendigen Sicherungsautomaten erfolgt dabei durch den Fachmann. Ist das geschafft, kann die Aufdachmontage beginnen. Die Dachdurchführung wurde bereits vorbereitet, sodass wir uns der Montage der Dachhaken widmen können. Wir verschrauben diese entlang der Dachlatten mit einem jeden Sparren. Wichtig ist, dass die Ziegel nach der Montage gut aufliegen. Tun sie das nicht, muss der Ziegel eventuell angepasst werden. Ist die erste Reihe montiert, wird auch die zweite Reihe Dachhaken angebracht. Ein Abstand von 90 cm ist in unserem Fall ideal. Die Dachhaken des zweiten Strings werden im Abstand von 60 cm zum ersten montiert. Nun bereiten wir auch am Dach die ordnungsgemäße Verkabelung vor. Dazu verlegen wir starre Kabelschutzrohre vom Ort der Dachdurchführung ans andere Ende beider Strings. In die ersten ziehen wir aber nicht nur den Minuspol des entsprechenden Strings ein, sondern auch den Steuerdraht des Leistungsoptimierers. Anschließend bereiten wir die Anschlüsse der PV-Anlage vor bzw. klemmen den Empfänger des Leistungsoptimierers an. Metallische Gegenstände müssen natürlich auch geerdet sein. Daher stellen wir die Erdung beider Strings durch das Anklemmen der Erdung an jeweils einen Dachhaken sicher. Es folgt die Montage der Tragschienen. Wir setzen diese auf die Dachhaken auf und fixieren sie mit dem Akkuschrauber. Verbinder sorgen für den nötigen Halt der einzelnen Tragschienen. Müssen Tragschienen eingepasst werden, hilft uns eine Trennscheibe. Ist die Verkabelung sichergestellt und sind die Tragschienen fixiert, können wir endlich die Module montieren. Sobald das erste Modul auf dem Dach in Position ist,
klemmen wir einen der beiden Empfänger der Leistungsoptimierer an das linke Eck des PV-Moduls. Der zweite Empfänger findet seinen Platz am anderen Ende des Solargenerators und wird daher auch zum Schluss montiert. Nun verbinden wir das Modul mit dem ersten Leistungsoptimierer und stecken diesen an das zweite Eck des ersten Moduls. Geschafft! Jetzt richten wir das Modul noch aus und klemmen es mit zwei Endklemmen an die Tragschienen. Das zweite Modul verbinden wir ebenfalls mit dem Leistungsoptimierer des ersten Moduls und fixieren dieses an den Tragschienen. Diesmal verwenden wir Mittelklemmen zur Fixierung. Alle weiteren Module verbinden wir nun ebenfalls mit einem Leistungsoptimierer, wobei an jeden Leistungsoptimierer zwei Module angeschlossen werden. Die Leistungsoptimierer selbst verbinden wir dabei in Serie. Ist auch das letzte Modul montiert, haben wir es fast geschafft. Jetzt wird die Anlage vom Fachmann überprüft und auch der Solargenerator mit dem Rest der Installation zusammengeschlossen. Wurde alles richtig gemacht und steht das Dach noch nicht in Flammen, kann die eigene Stromproduktion beginnen.